Zeitsprung und ein wunderbarer Übergang. Auch das hat sich hier mal ein bisschen verbessert. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen was gemacht, wo ich gerade die Daten von der Karte runtergeholt habe. Oder? Was mit der Lampe los? Ja, ich habe die Speicherkarte leer gemacht und ich habe jetzt hier zum einen, erstmal hier ist, wie gesagt, die Platte hier, das ganze Geschnörps hier ist weg. Hier ist jetzt Butter und Olivenöl drin. Ah, hier sind die Kartoffeln, die müssen wir noch abgießen, an die Seite stellen. Hier habe ich den Kohl mittlerweile vom heißen Wasser befreit, kalt abgeschreckt, ausgewrungen. Ja, das ist jetzt nicht mehr so locker und voluminös, das ist jetzt ein bisschen am Stück klumpiger. Ja, und Alfred tickt hier unten aus. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen auf Topfansicht umschalten. Ich habe überlegt, ob ich noch schnell das Geschirr abtrockne und wegstelle, damit man da besser sehen kann. Aber ist, glaube ich, nicht nötig, weil wir eh einen hohen Topf haben, wo man eh nicht groß sehen kann. Ja, warte, ich mache es nochmal so. Oh, ich glaube, es ist okay so. Hier ist, wie gesagt, noch ein bisschen Abwasch drunter. Ne? Das muss jetzt auch nicht gleich dreckig werden wieder. Deswegen decke ich erstmal ab. So, wir drehen jetzt hier wieder die Herd auf, dass hier dann das Öl und so nochmal heiß wird. In der Zwischenzeit gieße ich die Kartoffeln ab. Ja, da das ja eh zermanscht wird, ist es auch nicht so schlimm, wenn die jetzt ein bisschen weicher gekocht sind. Ich glaube, das ist dann eher hilfreich. Ja, we are geasing up the potatoes. Und stellen wir mal hier an der Seite. So. Hier wieder das Tüchlein drüber. So, jetzt sollen wir in diesem Öl, was wir hier gerade heiß machen, das Fleisch kurz anbraten. So. Ich bin schon wieder ganz schön erschöpft. Ich mache mal hier das Fenster auf. Und trinke mal ein Schlückchen von meinem Smoothie. Oh, geil. Fehlt noch was. Jetzt so ein Esslöffel Öl drin und Butter. Ja, qualmt schon so ein bisschen. Ich glaube, es ist schon zu heiß. So, jetzt kommt hier unser lecker gewürztes Rindfleisch da rein. Achtung, Achtung. Zwei bis drei Minuten anbraten. Jetzt 3,30, oh. So bis 5,30 oder ein bisschen mehr. Ja, der Kater hier am Boden ist komplett am Wälzen. Ja, hier vorne könnt ihr gerade nicht sehen. Kameramädchen Sandra da wäre, der würde jetzt gerade auf den Hell drücken. Wie gesagt, seid euch sicher, Leute, es wird in Zukunft dann, also vielleicht noch nicht bei dem Gericht morgen, aber wohl bei dem nächsten, am übermorgigen Tag, besseren Ton geben, weil ich dann ja, wie eingangs erwähnt, nicht mehr mit der Kamera filme, sondern mit dem Laptop, einer angeschlossenen Webcam und meinem richtig schönen Studiomikrofon. Da wird es dann ein bisschen besser klingen. Mmh. Riecht sehr gut. Ja, was ich jetzt auch nicht mehr machen werde, ist die Rezeptkarten wegschmeißen. Ja, die ersten zwei habe ich ja weggeschmissen. Und dann war Samstag die Freundin da, wir haben das dritte gemacht. Warum hast du die denn weggeschmissen? Das können wir doch nochmal machen. Das war doch auch lecker, hast du gesagt. Ich sage, ja, stimmt. Hast ja recht.
spät. Passiert. So was passiert. So, die Zeit des Fleisches ist gekommen. Es darf wieder raus. Schaumkelle, nur aus, nicht aus Plaste, sondern aus Metall. So. Das riecht wirklich sehr gut. Eieieiei. So, was jetzt? Rundherum rausnehmen und beiseite stellen. Ein Olivenöl und Butter erneut in dem Topf erwärmen. Okay. Also wir sollten, obwohl noch ein bisschen Fett drin ist, wir sollten nochmal Öl reinmachen. Und Butter. So, da haben wir das Öl. Esslöffel Butter, nehmen wir einfach mal hier Messer, Butter, zack. So, und was sollen wir dann? Zwiebel glasig andünsten, Champignons, Paprikapulver dazu, mit der Tomatenpampe aus der Dose und der Brühe ablöschen, schwache Hitze köcheln. Etwas dickere Konsistenz erreichen, Salz, Pfeffer, Prise Zucker abschmecken, kurz vor dem Anrichten Rindfleisch ca. 2 Minuten durch Erwärmen zu der Soße dazugeben. Also bald schon wieder fertig. So, also jetzt erstmal hier. Die Zwiebel. Die Zwiebel. Also die Zwiebel. So. Wir können in der Zwischenzeit schon mal den Knoblauch abziehen. Ja, den Knoblauch. Gut, das kann ich jetzt machen. Jetzt ungefähr 4-5 Minuten, da sollt ihr die Zwiebeln hier erstmal so ein bisschen hier, ne? Zwiebel. So ein bisschen andünsten. Und ich kann in der Zwischenzeit den Knoblauch hacken. Und da machen wir mal kurz Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Zeitsprung hier. Knoblauch klein gehackt. Hat gar nicht lange gedauert, ein Minütchen höchstens. Die Zwiebeln sind immer noch hier am Schwubbeln. Mal ein ganz kleines Stückchen von dem Rindfleisch probiert, also noch ein kleines Alter später. Fantastico! So, die Zwiebel. Champignons mit Paprikapulver dazugeben. So, erstmal die Champignons. Champignon. So, dann ist hier so ein Tütchen mit Paprikapulver scharf. Das soll da auch mit rein. Das ist ein bisschen angesetzt hier unten jetzt von dem Fett noch, von dem Fleisch, aber das ist nicht so schlimm. Unterwenden mit, ja, das soll auch richtig braten da drin, naja, natürlich. So, das soll jetzt ein paar Minuten hier braten.
Handy ist gerade übrigens da vorne in deinem Karton beschäftigt. So, ja, 4 bis 5 Minuten unter Wänden mitbraten. Dann die Tomatenplörre aus der Dose und die Brühe mit dazu kippen und 8 bis 10 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen. Bis es etwas eingekocht ist, bla bla bla, Salz, Pfeffer, etwas Zucker und dann kurz vor Ende noch das Rindfleisch wieder da reinschmeißen. So, für das Kartoffelpüree, Grünkohl grob hacken, Knoblauch abziehen, Kartoffeln abgießen und mit Milch und Butter erneut auf die Herdplatte setzen. Dann mit Hilfe eines Stampfers fein pürieren, Knoblauch hineinpressen, Grünkohl zugeben und alles vermischen, Salz, Pfeffer abschmecken. Okay, also jetzt haben wir hier erstmal noch den Kohl. Ja. Den werde ich jetzt nicht groß hacken, den werde ich rupfen. Ja. Das mache ich mir jetzt nicht, den Stress. Ja, den werde ich rupfen. Ja. Und 125 ml Milch, das ist quasi die Hälfte von dem 0,25 Pack hier. Kommen da gleich mit in die Kartoffeln rein. Kann auch ein bisschen mehr sein. Ja, das ist jetzt ja alles nicht so. Wir sollen natürlich jetzt keine 5 Liter da reinkippen. Aber wenn ich da jetzt so ein bisschen mehr, ich mache jetzt so nach Auge, weil ich den Messbecher gerade mit der Brühe noch voll habe da, deswegen ja, habe ich jetzt auch gerade ganz clever angefangen, da aufzuschneiden, wo man das ja aufreißen kann, weil ich wieder so schlau bin. Bei dieser Milchtüte fällt mir immer die Terminator 2 Szene ein, wo der T-1000 da den Stiefvater von, ne, ihr wisst schon, an die Schrankwand pinnt. So, jetzt haben wir das hier professionell geöffnet und kippen ungefähr die Hälfte davon da rein. Aber ein bisschen mehr, das spürt man. Während Amy immer noch am Karton ausrastet. So, das müssen jetzt 4-5 Minuten sein. Jetzt kommt da die Tomatenpampe rein. Hier, stückige Tomaten. Hier, das ist gut. Das ist guter Ansetzler-Zeug. So. So, jetzt haben wir die Milch auch schon mal da in... Ach, den Kohl wollte ich ja rupfen. Ja, wie gesagt, Leute, den hacke ich jetzt hier nicht groß klein. Das werde ich jetzt hier rupfen. Packe oder Zerruf sollte, glaube ich, aufs selbe hinauskommen. Ist auch noch sehr wässrig, da kann ich also gleich noch mal ein bisschen was abschütten, abgießen. Während jetzt hier gerade unsere Tomaten, Pilz, Paprika, Pampe ein bisschen anfängt zu dampfen. Denn die soll ja 8 bis 10 Minuten bei schwacher Hitze köcheln, bis etwas dicker ist. Ist es jetzt schon, aber wir wollen es natürlich noch ein bisschen durchkochen. Ich freue mich schon auf den Mike morgen, das wird bestimmt lustig. Könnte natürlich auch kolossal nach hinten losgehen, aber ich denke, bisher haben wir es gut verstanden. Das läuft.
hier grob zerstückelt. Nachher ist das alles mikrometermäßig. Ja, das ist gut so. So, jetzt nehmen wir das hier nochmal alles ein bisschen zusammen. Der saugt das aber auch regelrecht auf, der Grünkohl hier. Das Wasser ist jetzt quasi schon wieder verschwunden. Jetzt habe ich den hier so ein bisschen, ne? Das war vorher alles mit Plörre, jetzt ist alles da. So, jetzt drücke ich das hier mal so ein bisschen nochmal aus. Wie der sich komprimieren lässt jetzt. Cool. So, und jetzt wieder ein bisschen hier. Jetzt ist er wieder ein bisschen locker flockig. So, hier also Le Kohl. So. Jetzt fängt das hier auch langsam an zu köcheln. Sehr gut. Mehr Dampf, damit es schneller geht. So, was müssen wir jetzt eigentlich noch machen? Ach, jetzt muss man Butter in die Kartoffeln. Okay. Ich gucke gerade wo. Ach, da, die Petersilie. Okay. So, a little bit. Auf Butter nochmal zu den Kartoffeln. So. Ach, Amy guckt gerade aus der Fensterbank richtig niedlich, wie sie guckt. Ach, sie ist so flauschig. So. Koch schneller. Wenn ihr wisst, wie es hier aussieht, hier ringsherum, der Tisch sieht aus, der Fußboden, Kartoffelschalen. Ach. So, wir können das Öl jetzt aber schon mal. Ich kann aber nebenbei schon mal so ein bisschen hier aufräumen. Ja, kein Problem. So, was muss ich noch? Ach, die Butter kann schon mal weg. So, ich habe mal was in den Schrank gestellt. So, jetzt gibt's hier nochmal ein lecker Schlückchen frische Vollmilch. Yum, yum. Oh, die ist echt lecker. Also merkt man schon den Unterschied, ob man diese haltbare Milch oder hier so eine frische Vollmilch, also die hält auch nur ein paar Tage immer. Die ist echt gut. Alle. Immer schön eure Milch trinken, Jungs. Ist gut. So, jetzt kocht es hier. Ihr könnt das vielleicht auch ein bisschen sehen. Ja, es sieht. Ja, Kartoffel. Also Zwiebel, Pilz, Tomatenpampe. Das ist noch ein bisschen wässrig. Sehr gut. So, was wollen wir mit den Kartoffeln schon mal machen? Ja, unter schwacher Hitze erneut auf die Platte. So, das Gute ist jetzt, wie gesagt, ich habe keinen Stampfer. Könnte man es dennoch. Ich könnte mir das vorstellen mit der Büchse. Mit dem, also wie hier diesen Smoothie quasi, ne, mit der leeren Dose von den Tomaten. Müsste ich die halt nur absauer machen, kurz von außen. Oder habe ich noch was anderes? Ein Glas! Ja, natürlich, brauche ich keine Büchse.
bin ich nicht eingefallen. Ja, nimmt man ein Glas? Natürlich nicht so rum. Ich hab zu leer. Nein, andersrum. So. Den Deckel. Dann kann ich jetzt nämlich hier schön mit dem Glas in den Kartoffeln rumspanschen. Ja, das klappt auch gut, denn die sind sehr, sehr, sehr weich gekocht. Den Grünkohl. Jetzt mal mischen wir den Knoblauch hier noch so ein bisschen mit rein. Also einen Kartoffelstampfer muss ich als nächstes also auch noch haben. Kostet ja nichts. So, Salz, Pfeffer, Püree. Hier, den Kohl noch mit rein. Und Salt and Pepper. Schön mit der Hände alles vermischen. Aber Löffel mal hier, geht besser. Das ist eine sehr feste Masse. Ein bisschen Salz. Oh, ein bisschen mehr. So. Deckel drauf. Wo ist denn der Deckel? Ach scheiße, im Mist. Jetzt kommt auch das Fleisch mittlerweile wieder rein, denn die Zeit müsste durch sein. Ah, ist auch eingedickt. Fleischrind.
Salz und Pfeffer rein. Ah, dieser Fleischsaft, Alter, geile Scheiße. Salz, Pfeffer, schnell. Soll auch rein. Dann brauche ich noch einen sauberen Level. So. Probieren. Oh, alter Verwalter. Oh, Mann, oh Mann. Ah, lecker. Oh. Es schmeckt so gut. Kurz mal Nase putzen. Denn es ist quasi fertig. Ja? Fertig. Jetzt machen wir nochmal den Bio-Schmand drauf, denn da soll nochmal ein Klecks-Schmand oben drauf. Lecker Schmand. Und jetzt ist vielleicht noch ein bisschen sehr flüssig. Ich muss auch gleich wieder nochmal wischen. Gut, dass ich noch Wischwasser da habe von gestern. Ich habe gestern erst gewischt, aber jetzt habe ich halt hier durch das Braten und den ganzen Kram. Kartoffelpüree mit Knoblauch. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Ja, ist auch wieder natürlich nicht ganz so geil, dann, wenn es angerichtet ist gleich, wie auf dem Bild, aber das ist egal. So. Ich richte gerade an, Leute. Ja? Also, ich hau's auf den Teller. So. Ungefähr aussehen. Naja. Wie gesagt, ich habe etwas doch zu viel Brühe. Es ist nicht ganz so stark eingekocht, wie erhofft. Ich hatte statt der 100 ml Brühe, hatte ich ja ungefähr 200. Es ist nicht ganz so. Nicht ganz so. Aber wir sind gleich so weit. So. Und jetzt? Naja.
fertig. Kater wartet in der Fensterbank. So, so sieht's aus. Ja, wir haben da einmal... Moment. Hier das Kartoffelpüree mit dem Kohl drin. The Gulasch mit einem Klecks Schmand drauf und der gehackten Petersilie. Und so soll es eigentlich aussehen. Ja. Da ist viel weniger Soße. Die Paprika Petersilie ist etwas kleiner gehackt. Und natürlich hier an den Seiten, man sieht es extra nochmal da, hier und da außen, hier nochmal extra so ein paar Kohlblätter, die nicht mit dem Manche waren. Ja, nicht so wie bei mir. Aber kann sich sehen lassen. Und wir probieren natürlich. Also die Soße ist sehr köstlich. Habe ich ja eben schon gelöffelt. Jetzt mal mit Pilz. Oh. Oh, ein Stückle Fleisch. Ein bisschen hier mit. Oh. Alter Schwede. Appetit, muss ich essen, auch wiedersehen.